Somit willkommen, Freunde, zu einem wahrscheinlich sehr geilen Shooter. Das Intro habe ich hier mal abgekürzt. Das habe ich extra nochmal hochgeladen auf meinem Kanal. Oh, wir können gleich am Anfang Munition aufsammeln. Das finde ich schon mal sehr nice. So, dann gehen wir da mal schön rein. Und ich vermute mal, wir werden viele Leichen sehen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gruselig und sehr grausam aus. Erinnert mich so ein bisschen von der Ansicht her von Dead Space. Bei Dead Space war der Charakter, glaube ich, aber auf der rechten Seite. So. Könnte da sprinten. Judging from fragments of video we pull from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been attached to the main hoisting unit. I'll stand by at the main doors to the freight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Proceeding with the mission. Over. Also wir sollen das Dach öffnen und hier ist eine Hebevorrichtung, die wir dann brauchen, um die Behälter nach oben zu transportieren. Die werden dann mit dem Hubschrauber abgeholt. Das heißt, okay, hier wird da noch nichts machen. Gucken wir erstmal, ob wir irgendwie weiterkommen oder ob wir hier noch was einsammeln können. Weil ich bin ja ein großer Fan davon, alles abzusuchen, um mal ordentlich zu looten. In der Hoffnung, doch nochmal Munition zu finden. Weil in solchen Games ist leider immer das Problem, dass man zu wenig Munition findet. So, wir sollten auch mal die Waffe ziehen. Ja. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, mal gucken, wie es vom Gruselfaktor her ist. Ach, er ist ins Feuer, glaube ich. Ich dachte schon, hier wäre irgendwie ein Zombie unterwegs oder so. Weil ich kann mir darunter noch gar nichts vorstellen. Das sieht ein bisschen düster aus. Ja. Aber das muss ja noch nichts heißen. Ah, hier geht eine Treppe hoch. So eine Mischung aus irgendwie Dead Space 3 und Resident Evil, würde ich sagen. Ich muss mit der Mission fortfahren, okay? Achso, ich komme ja von hier. Ah, ich bin ja auch so ein Schlumpf. Wir müssen einen anderen Weg finden irgendwie. Oh, da ist alles kaputt. Da geht es wohl nicht weiter. Ich vermute mal, dass wir dann hier in diese Richtung laufen müssen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das ist ein Tor, das ist noch zu. Ja. Gute Entscheidung, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Oha, da hat aber einer mächtig an den Leuten genagt. It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right, Agent Liev. How's the leg? Oh, it hurts like hell. But I'll be all right. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Anyway, I'll be waiting here. I just need a rest my eyes a little. Ja, ich glaube, das ging in dieser Situation nicht anders. Das, auch wenn es grausam aussieht, aber er war wahrscheinlich infiziert. Und da bleibt ja nichts anderes übrig. So, hier können wir nichts öffnen. Das Gute ist, bis jetzt ist uns noch kein Zombie begegnet. Auf dem LKW ist auch nichts. Ah, ich glaube, da gehen Treppen hoch. Jawohl. Da haben wir doch schon mal einen richtigen Weg. Liev to Mission Control, Sandman. I made contact with an Aegis worker. I followed the protocol. I'm now heading to the control room to begin loading procedures. Over. Copy that. This all brings back memories from 94. Especially that day, when you opened fire on all those poor, innocent people. Or what was left of them. Once you
Orders are orders, Major. And those innocent people weren't exactly civilians. When you finally get your ass out of that chopper and onto the battlefield, we'll talk about it. Proceeding to objective. Over. Ja, das muss schon ein knallharter Dude sein, den wir hier spielen. Der ist ja, quasi so ein Hitman. Der erledigt halt seine Aufgabe und geht dann über Leichen, das ist ihm dann egal. Ja, mal gucken, ob auch er an seine Grenzen kommt. Okay, Stromversorgung muss erstmal wieder hergestellt werden. So, hier haben wir nochmal was zu lesen. Da gehen wir aber wie klassisch. Wer mich kennt, weiß, ich gehe dann immer weiter. So, Q drücken. Um einen Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst in Schnellplatz-Untermenü auswählen. Halte die Schaltfläche Gegenstand benutzen gedrückt, um den ausgewählten Verbrauchsgegenstand zu benutzen. Wenn du einen Gegenstand benutzt, verändert sich der Status des Charakters vorübergehend. Durch das Benutzen eines Gegenstands kann sich auch die Überdosiswert des Charakters erhöhen, den Charakter ab einem bestimmten Level schaden. Okay. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Gleich mal ein Spind. Energieriegel, okay, das sieht auch schon mal ganz nice aus. Ja. Es war jetzt nur, sag ich mal, eine Kugel, die wir verschwendet haben, aber sicher ist sicher. So, mal gucken, wo es denn lang geht. Das sieht schon sehr nach Energieversorgung aus hier. Was ich halt nur gemerkt habe, auch aus dem letzten Game, was ich gezockt habe, dieses Ebola 2 war das. Ey, sei sparsam in so einem Games mit deiner Munition. Ey, das hat mich zum Schluss so den Kopf gekostet. Also fast den Kopf gekostet. Ich hab's ja durchgezockt, aber wenn du hinterher keine Munition mehr hast, Alter, bist du am Arsch. War's das? So. Hier können wir mal den Generator anmachen, jawohl. So, Stromversorgung ist wieder da. Ich glaube, hier kommt bestimmt gleich einer um die Ecke. Der Einschuss hat nicht gereicht, oder? Doch. Einschuss hat gereicht, okay. Aber das muss nicht immer so sein. Manche brauchen auch zwei, drei. Schade, hier ist nichts zu looten. Ich bin jetzt schon so, dass ich denke, ich habe einfach zu wenig Munition. Okay, dann müssen wir jetzt hier wieder... Gibt es einen Lift? Sehr gut. Da reicht ja auch ein Schuss. Wir müssen trotzdem aufpassen, wir dürfen uns nicht. Wir dürfen nicht zu selbstsicher sein. Okay, sind wir jetzt im Labor. Okay, da hat auch ein Schuss gereicht. Wollte gerade aufstehen. So, hier geht's nicht weiter. Ah, jetzt geht das Tor unten auf. Und das Verdeck. Okay, super. Das heißt, wir müssen wieder runter und müssen die Fässer nach oben transportieren. Agent Lee, Sandman hier. Die external bulkheads are opened up. Head back to the cargo bay and activate the freight elevator from there. Oh, kommt der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Shit. You are one ugly motherfucker. Ja, der hat auch einen Schuss gebraucht. Wie sieht's eigentlich aus mit Energie nach so einem Biss? St
steht denn die Energie von ihm hier? 1, 2, 3, Tabwechsel, Navigation, zurück, E. Kann ich jetzt nicht so richtig erkennen, aber... Da gibt es ja irgendwo eine Prozentzahl. Ne. Scheint wohl nicht so schlimm zu sein. Aber ich muss mal drauf achten, wenn mich so ein Zombie beißt. Ich hoffe, er tut es nicht mehr. Weil dass wir dann genau wissen, was brauchen wir denn noch an Munition. Oder besser gesagt, an Energie müssen wir uns aufladen. So, jetzt die Frage, wo gehen wir da rein? Wir sind quasi von hier gekommen. Doch, dann müssen wir hier weiter. Frage rechts oder links? Okay. Die Frage haben sie uns genommen. Es geht rechts, geht's gar nicht weiter. There's something down below. It looks like a huge submarine with markings that resemble biohazard symbols. And could the flag really be Japanese? Focus on the mission, Agent. I don't care what titter-ridden cow curdles the milk those pasteurizing big shots call us in to mop up. Time is running out. Get your ass on the objective. Over. Der Hubschrauber kommt schon. Das heißt, wir gehen dann runter, werden die Fracht nach oben transportieren. Da sind die Zombies schon. Jetzt wird spannend. Ein Schuss. Zwei Schuss. Drei Schuss. Vier. Ja, der hat vier Schuss gebraucht. Ich brauche noch Maschinengewehr, aber das hebe ich mir noch auf. Nummer 1. 2. 3. 4. Ja, muss man gucken. Die zögern immer noch ein bisschen. So. Nur ein bisschen vorsichtig sein, da hinten sind auch Zombies. Ich hoffe, dass uns hier keiner entgegenkommt. Ach doch. Flog die Mütze weg. Nummer 2. 3. Ja. Wie gesagt, mal sparsam mit der Munition sein. Das kann Leben retten. DF to Mission Control. Elvis has left the building. Understood. We'll take it from here, Agent. If the weather gets any worse, we might experience calm interference. Proceed to your next objective. Emergency channel open. Over. Na, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. So. Eins. Erste Gegner nehmen. Also Headshot bringt hier auch nichts. Kann man dann doch lieber mehr auf den Körper zielen, da hat man wohl mehr von. Alter Falter, der hat aber gebraucht, ey. Scheiße. Ich hasse das, gerade wenn wir zu wenig Munition hinterher haben. Ah, hier ist Munition noch. Bloß überall gucken, nichts liegen lassen. Und wirklich jeden Schuss bedacht auswählen. Okay. Da hat ein Headshot gereicht. Ist auch gleich zu Boden gegangen. Weg von der Tür. Okay, hier sind wir im Labor. Hey, die Tür auf. Und halt nur ein bisschen vorsichtig, weil könnte ja sein, dass irgendein Zombie hier um die Ecke kommt. Okay, wir brauchen eine Probe.
gereicht, ein Schuss. Okay. Auch hier gilt es erstmal gucken, ob man irgendwie was looten kann. Ah, hier ist immer eine Spritze. Für den Inventar-Tab kannst du bestimmte Gegenstände kombinieren und neu verbesserte herstellen. Okay. Indem du Grundzutaten mit dem Hexacord-Zusatzstoff kombinierst, kannst du Gegenstände herstellen, die du über das Schnellplatz-Untermenü benutzen kannst. Okay, prima. Ja, wie gesagt, lieber nochmal looten. Und hinterher auch mit der Munition klarkommen. Was haben wir hier? Energy Drink. Kann nicht mehr sprechen. Nein, ne. Sprachenlernbubble. So. Nochmal eine weiter. Ah, shit. Oh, das wollte ich vermeiden. Deswegen gehe ich eigentlich mal sehr vorsichtig in die Türen. Ah, ich habe jetzt die Energieanzeige gesehen. Ja. Dann können wir ja gleich mal gucken, wie das ist, wenn wir jetzt unsere Energie aufladen. So. Hier ist das Inventar der Waffen. Tab wechseln. Leben. Ah, hier ist Leben. Okay, mit 2 kommen wir dann weiter. 3. 3 wissen wir ungefähr, wo wir sind. 4. 5, okay. So, wir haben auf jeden Fall noch... Was sind das? GK-22 Munition. Kartonschachtel 9mm, okay. Energieriegel. Damit kann ich eine kleine Menge Gesundheit wiederherstellen. Ich glaube, das würde auch reichen. Den snacken wir uns jetzt mal rein. Müssen wir mal gucken, wie die Energie jetzt aussieht. Steigt auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir... keine Veränderungen erkannt. Okay, ich würde sagen, 95% ist in Ordnung. Weil es hieß ja in dem Game auch, man soll ein bisschen aufpassen, dass man das nicht irgendwie überdosiert. Munition, sehr gut. Auch wieder was zum Einsammeln hier. Überleg mal, das sind 13 Seiten. Wenn du dir das alles durchlesen willst, du bist ja morgen noch dabei. Das umgeben wir erstmal. Das Spiel erklärt sich auch erstmal von alleine. Probably has to do with the chamber's cooling system. Oh, nochmal nachladen. Ach, brauchen gar nicht nachladen. Vermute ich doch mal. Ach, geradeaus ist die Tür aufgegangen. Oha. Der sieht schon ein bisschen anders aus, als das, was wir vorher alles gesehen haben. Da mussten wir jetzt mal ein bisschen mehr draufhauen. Jawohl, das ist die Probe, die wir einsammeln sollen. PLX 731. Liev to Mission Control. PLX 731 Sample secured. Genau. On route to second helipad for extraction. Genau mein Reden. Good job, Agent. But I'm afraid I have some bad news. The objective of this operation has been updated. Agent Krycek and Wes have disappeared. And until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team and download all the research data on your DID. Please confirm status update. Over. New objective confirmed. On my way. Over. Das sieht aus wie so eine Dekontaminationskammer hier, ja. So, jetzt lohnt sich das auch mal nachzuladen. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ne? Munition, also... war gesät. Gehen wir erst in Frauen rein. Der ist versperrt, okay.
So. Ja, auch hier, ne? Dein Zombie. Reicht der ein Schuss? Ja, ein Schuss reicht. Okay, da gehen die Türen immer hinten auf und zu. Da müssen wir aufpassen. Guckt euch den mal an. Den hat's richtig zerlegt. Da haben Zombies alles gegeben. Die Tür ging nicht auf. Okay, bei Frauen. Damen war versperrt. Geht's wieder raus. Ah, hier haben wir nochmal die klassischen Spinte, die wir auch von Resident Evil oder Ebola 2 kennen. Das wird wahrscheinlich ein Schlagstock sein, vermute ich mal. Okay, der ist versperrt. Das ist auch so ein Klassiker. So, jetzt los immer. Proceed with extreme caution. He is armed and dangerous. Crane, can you hear me? Crane. Empfang ist weg, aber immer zielorientiert hier gucken. Dass kein Zombie irgendwie um die Ecke kommt und uns irgendwie die Ohren lang zieht. Okay, Fahrstuhl. Gucken, ob der durchfährt. Oder Klassiker, Absturz und wir müssen woanders hin. Muss denn gleich auch nochmal gucken, wie man das Game abspeichert. Das können wir gleich mal machen. Checkpoint laden. Ah, okay, es gibt Checkpoints. Ich weiß gar nicht, ob anders denn angezeigt wird. Liegen gelassen? Natürlich nicht. Schlechter Service. Ja, habe ich da andere Schritte gehört? All systems active. Oh, das gefällt mir ja gar nicht. Lässt du Pollux zurück? Machen wir mal nein. So, jetzt steht ja, lässt du Pollux zurück? Ja oder nein? Ach, okay, so. Nein. Okay, bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Shit, I absolutely have to recover those samples somehow. Okay, die haben natürlich ein Sicherheitssystem eingebaut, damit du nicht mit irgendwelchen Proben rumlaufen kannst. Eine Sicherheitskarte. Überrest von Agent West, wie es aussieht, wurde in irgendeinem. Sandman, do you copy? Ging zu schnell. I found West's body. Looks like he was shot to death. No sign of Krychek yet. Can you hear me? Can you hear me? Oh, God damn this cock-sucking storm! So, ich brauche eine Überbrückungskabel, um dieses Gerät zu hacken. Okay. Wir haben leider keine. Das Sicherheitssystem funktioniert noch nicht. Na, ja, ein bisschen. Bisschen vorsichtig. Ja, sag ich doch. Ein Schuss. Hat schon gereicht, okay. Endlich mal einer, der sich mit einem One-Shot zufrieden gibt. Ist wieder ein Fahrstuhl. Da ist aber auch noch ein Raum. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Oha. So Munition. Auf jeden Fall ein Zombie mächtig die Tür verbeult, würde ich sagen. Oh, das ist natürlich eine riesige Halle. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
So, man hört was, man sieht aber nichts. Das ist echt unheimlich. Ich hasse so eine Situation. So, ich kann die Anlage noch nicht verlassen. Das finde ich ist sehr pflichtbewusst von ihm. Ach, da ist er. Okay, ein Schuss. Sie haben meine Ohren doch nicht getrübt, also. So, das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal hier nach oben, bevor wir den Fahrstuhl benutzen. Wie die Tür eigentlich auch schließen? Ach, da hinten kommt schon wieder ein Zombie. Ein Schuss. Jo, gereicht. Noch einer? Nee. Mir wäre es eigentlich lieb, ich könnte die Türen schließen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Wäre das. Ach, die schließt nicht von allein. Vielen Dank. Die sind mit Sprachansage. Okay. Eins. Zwei. Ja, da muss ich auf Nummer sicher gehen, aber der hat eine schusssichere Weste angehabt, hätte ich das Gefühl. So. Immer schön nachladen. Das A und O in einem Shooter. So, hier waren ja noch Unterlagen. Schade, ich hätte gedacht... Irgendwie mal eine Schrotflinte oder so finden. Das sieht aber auch geil aus hier. Es hat schon wieder was von so einem riesigen Haus irgendwie. Ein Apels griechengotisches Herpatos. Nee, Herphetos. Genau. Er war der Gott der Schmiedekunst und lebt in einem Vulkan. Ja, warum nicht, ne? Wieder so, wie er es mag. Ja, ein Schuss, sehr gut, vom Timing her auch. Mal gucken, dass keiner von hinten angelaufen kommt. Wieder eine Akte. Ein Abbild des griechischen Pollux und ein Zwillingsbruder, okay. Das sind halt die Bilder, die ich gesehen habe, aber... Oder besser gesagt, es sind die Bilder, die hier hängen, aber solange ich damit noch nichts machen kann. Wir dürfen den Fahrstuhl da nicht aus dem Augen lassen. The private office of the founder. From here I should be able to restore system passwords. Okay. Auch wieder Abbild von irgendeinem Gott. Ja, das ist ja sehr schön. Liev to Mission Control. If you can hear me, I've just restored the facility passcodes from the Matrix. I'm in the process of gathering the 731 samples of data off the server. Over. Ja, ich habe überhaupt nicht mit gerechnet. Das nur mit einem Schuss. So. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, was unsere Energieanzeige angeht. Also ich spiele das Ganze auf Story-Modus, deswegen kann ich die Rätsel auch umgehen, weil ich es halt einfach shootermäßig auch zocken möchte. So, was haben wir denn an Gesundheit? 89. Aufputschen, damit kann ich mir eine kleine Menge Gesundheit herstellen. Nehmen wir das doch nochmal. Ja, okay, geht ein bisschen über dem hinaus. Ah, shit.
Keine Veränderung erkannt. Okay, das geht ja. Das ist ja super. Dann habe ich ja nur die Energie aufgeladen und habe keinen Schaden davon. Weil ich schon Angst hatte, dass ich... Boah, ich dachte schon, die Statue, das sah eben so aus. Von der Perspektive, als wenn die mir einen überziehen will. Ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich dann die Möglichkeit habe, doch mal ein Medikament zu nehmen, irgendwie ein bisschen mehr über 100 rüber zu gehen, ohne dass ich irgendeinen Schaden anrichte, so. Das ist eine alte, elegante Maschine. Okay, ich dachte schon, wie in Resident Evil, dass ich die ja speichern kann. So, und jetzt bin ich auch der Meinung... Okay, da hinten ist es jetzt grün. Entweder wir können da gleich den Fahrstuhl nutzen. Hier war ich ja auch drin, ne? Ja, genau. Oder wir können jetzt hier nach draußen. Nur mal gucken. So, er kann die Anlage noch nicht verlassen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall den einen Fahrstuhl noch benutzen. Ja, das war die Treppe. Der Fahrstuhl war dann hier. Ich muss die Pollux-Probe beschaffen. Ja. Ach ja, wir können ja wieder zurück. Weil er hat ja die Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Die hat auch schon wieder ein bisschen mehr gebraucht. So, das heißt, die Pollux-Probe müsste eigentlich in dieser Ablage sein. So, Security-Systeme sind ausgeschaltet, es gehen die Türen jetzt auch alle auf. Finde ich natürlich auch sehr nice. Das klassische Kopierpapier DIN A4. In keinem Büro darf es fehlen. Hacksystem. Okay. Also wir können auch Systeme hacken. Das ist schon mal gut. Was wir das brauchen. Wie sagt man immer so schön, haben ist besser als brauchen. Jawohl, wir haben die Pollux-Probe. Sehr gut. Das läuft ja wie am Schnürchen, würde ich sagen. So, aufmachen und ein bisschen Abstand. Nichts Auffälliges bis jetzt. Mission Control to Hades. Sandman here. Can anyone hear me? What is your status? Over. This is Liev. About time. What the hell happened? I've retrieved the 731 samples. Now I'm heading over to the server room to gather the search data. Over. Understood. We're having trouble with the comm system. To make matters worse, this storm isn't getting any less wild, and the loads are being pushed to the limit. I don't think it'll hold for much longer. Your new rendezvous point is the main entrance, so head there. Hurry up and grab the data so we can get the hell out of here. Watch your back. Open comms to 2236. Over. Ja, wunder, dass hier noch kein Zombie drin war. Also, wir müssen in den Serverraum. Und dann Haupteingang. Okay, wir wissen ja, wo der ist. Da müssen wir dann raus. Wie viel haben wir jetzt schon aufgenommen? 34 Minuten. Ach, das geht sogar noch. Oha. Hey, you. Drop your gun and let me see your hands. Right now. Sorry. I thought you were one of those dead, melted thingies that killed the others. Yeah, well, I ain't. And you almost got shot in the head, whoever you are. You know, I'm no threat to you. My name's John. John Fay. I work for Aegis in the Information Science Department. Well, mostly in the server room. I've been hiding down there for hours. Since all hell broke loose. All communications are down. And I didn't think anyone would risk their lives to actually save us. What the hell happened to this place?
I'm not sure exactly, but I don't think it was accidental. How do you mean? Well, I can access anything via the server. The security system, surveillance cameras, and naturally, the personnel, files of all the Aegis employees. I've been trying to reconstruct exactly what went wrong. And actually, you'd be amazed at what somebody can achieve down here in just a few hours. Anyway, I think it's safe to say that one of our own stole some research and covered the whole up as an accident, obscuring all evidence of their damnable theft. Huh. You don't say. I'm gonna need that fancy ID card of yours to access the server. Well, why? Why do you want to access the server? I thought you were actually here to rescue us. Technically, those were your words, not mine. Sorry, bud. Orders are orders. But what about the others? All the survivors in the building? You're not gonna let us die here. Nah, you're right. I guess I can't. I mean, especially you. Oh, what the heck. I'll lend a hand. Oh nee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Boah. Also hätte ich die Entscheidung getroffen, hätte ich es nicht gemacht. Aber ich darf ja nicht entscheiden. Die Reinigung hat begonnen. Oh. Evacuation sequence activated. Sicherheitssystem wurde wieder aktiviert, ja. Shit, hier kann ich nichts mehr machen. Gucken, ob hier noch irgendwie Munition rumliegt. Ja, Schraubenschlüssel liegen. Ja, das ist Karma, ne? Dadurch, dass er den Typen lieber geschossen hat, der hätte wahrscheinlich noch helfen können. Jetzt glaube ich nicht, dass wir durch das Hauptgebäude rauskommen. Ja, ist auf jeden Fall... Ist die Tür dicht? Ja, super. Warte, er ist ja jetzt auch im Gebäude. Und er soll gerettet werden, ne? Ah! Oha. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal überleben, ne? Hurra! Zum Munition sparen. It worked. We got the main entry doors open. Now, get your ass out of there. Scheiße. Back to base. Heftig, das war knapp. My pawn moved admirably through the AG's lab. And with just a few bad moves, the game proceeded ahead. Unfortunately, I underestimated the fierce loyalties of those no-good Hexacorp players. It was the most incredible fight I ever saw. He just grabbed the guy, bit his ear off, and spit it on the map.
How often does that happen? During a boxing match? Never. HQ here. We read your signal on beacon. You're less than 30 minutes from base. Acknowledge. This is Sandman Actual. Roger your last, HQ. Commencing final approach procedures to base. Any sign of the others? Over. Negative, Sandman Actual. Epsilon has gone out with their MIA. The special unit is being deployed to secure the site and evacuate survivors as soon as possible. Over and out. Maybe we should have waited after all. Not a chance. There's no way the carriers would have withstood that storm for a moment longer. Besides, I didn't come all this way to fail. Fail? Right. You know, for a second there, I forgot how you do things, Major. You sit there. All ladylike to keep that immaculate uniform or spick and span while real soldiers go into battle. Too bad it has to be at the expense of real men with bona fide families. Yeah. Fucking Crimson Skulls, man. You're all the fucking same. I can see why you chose this boy to be your sidekick. You've both got a lot in common. For starters, just think about it. You're both cowardly little bitches that leave comrades to die. What did you just say to me? You better watch your fucking mouth. Knock it off, you two. Epsilon or no Epsilon, our orders stand. Right. You squawk way too much. Listen carefully, Dylan. Because I won't repeat this again. I know what it's like to lose somebody and not be able to do a goddamn thing about it. But you can't go on blaming yourself. You made a judgment call on that plane. Otherwise, you'd both be dead. And I think he would have done the same in your position. Are we clear? Say so, Major. It's just, every time I close my eyes, I can still see him. He's burning up and screaming for me to somehow help him, and I can't. I know, but sometimes you just gotta move forward. Let go and focus on the present moment. You cut through that storm with your fangs out. You got golden hands, kid. I'm impressed. And now that your scars are more or less healed, I'm sure you go back to flying solo any day now. Oha. Fuck me. Hey, Major. You looking to lose the payload now that we're so close to base? God damn it. Raven, take the controls. I'm gonna go check and make sure supports are secure. That storm really pushed them to the limit. Yes, sir. Fuck's sakes, kid. Your file says you're the real deal. Took an SR-91 from the Aurora program to hypersonic Mach 6. That's a hell of a lot more than most pilots can say. By all rights, you should be able to fly this toy with your eyes closed. You know, I pushed for you to join the Skulls, even after what happened at Dryden. Only place I want to see you falling is on the mat after our bouts. Okay, now focus and keep the spurt up in the sky. You got it, Major. I won't let you down. This is Sam Walker. I'm out at the game tower at Hunter's Pass. Come in, over. Keenside Police, Kenneth speaking. Go ahead, Sam. Oh, hey, Ken. I don't want to rain on your parade, but some chopper nearly took my head off not 5 minutes ago. Do you know anything about that? Over. Right.
stopped in last night to schedule transport passing through the area. Night exercise or something. In and out. Real hush-hush. You should be safe to go back up there. Just keep your head down. I read you, Ken. Although next time, you know, I'd be mighty grateful for any notice. Over and out. Hey, baby, it's me. Sam? Sorry, I was out at the generator. You usually don't call this late. The generator. Oh, yeah. I remember to turn off the lights in the house. Otherwise, you'll have to refuel again before daybreak. I know. Sam, I'm not sure if I'll ever get used to living out in these woods. It's just so isolated. So, why'd you call, baby? Need help booking some rest while you were coon? Funny. You know, maybe. I'm still on duty. Listen, I was just on the radio with Kent, so I thought I'd check in on you. And I feel bad about not being able to take you to the Cherry Blossom Feast. I know how much it means to you. It's just, well, you know how the night shift works. I know all too well. Ken, did something happen? No, nothing to worry about. I just had a near miss in the tower involving some bozo in a helicopter. And hold on a second. Shit, I can't find my meds. I must have dropped him when that chopper went past. God only knows where they ended up. That's not good, Sam. You know you need those for... Don't start that again. I'm fine. I can manage it. I've been living with this for a long time now. Sam, you know what happened the last time you didn't take them? How could I forget? With you constantly reminding me. Listen, I gotta go, baby, okay? Don't worry about a thing. It's just a few more hours. Go to bed and get some rest. I'll be home in the morning. I love you. I can manage it. I can manage it. Just like last time. Major! What's going on here? David! Help me, please! Go through, Reed! Put the weapon down! No fucking way! Talk to me, sir. What the hell is going on? Pollux. He broke a vial in my face. Enough chatter. Step away from him right now. God damn you, Lee. Well. Who would have thought? Tonight's the night that you finally fail a mission. Lo and behold, the great Sandman. Isn't as great after all, is he? And who would have thought? Tonight's also the night when you die. You know, for what it's worth, I can honestly say, I had the real displeasure of serving under you, Major. Oh, and don't worry, I'll take care of these. Farewell. What? Son of a bitch! Ja, dumm gelaufen, das nenne ich mal Karma. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Okay, wir versuchen es nochmal, Freunde. Ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt ja mal ein Like da lassen oder ein Abo, würde mich freuen. Ein paar Kommentare, wie ihr das Game findet. Ist auf jeden Fall sehr nice.
sehr geil, macht Spaß und entwickelt sich echt zu einer Perle, hätte ich nicht gedacht. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.